Diese Broschüre zur finanziellen Allgemeinbildung wurde für den Wirtschaftsunterricht konzipiert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um normales Unterrichtsmaterial, denn die Kosten für die Erstellung, den Druck und den Versand wurden von der Deutschen Vermögensberatung übernommen, der größten Vertriebsgesellschaft für Finanzprodukte in Deutschland. In der Broschüre wird die Vermögensberatung als spannende Tätigkeit angepriesen, die in erster Linie die Wünsche der Kunden berücksichtigt und nicht die privaten Geschäftsinteressen von Unternehmen wie der Deutschen Vermögensberatung. Außerdem werden Lehrerinnen und Lehrer dazu aufgefordert, Mitarbeiter der Deutschen Vermögensberatung als Experten in den Unterricht einzuladen. Kein Wunder also, dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen die Informationen in dem Heft als oberflächlich und einseitig bezeichnet. Wenn Sie diese Einflussnahme des Finanzdienstleisters auf den Wirtschaftsunterricht für problematisch halten, dann stimmen Sie jetzt online für die Deutsche Vermögensberatung.